brauche. Diese ganze Bewegung, diese ganze starke Liebe, die wir jeden Tag erleben hier auf der Demo, egal wo, nicht nur in Köln. Ich war letztens in Rostock. Ich kann sagen, da ist man mir noch eins hinterhergelaufen früher und hat mich vielleicht verjagt. Aber mittlerweile kommt mit offenen Armen auf mich zu, weil die Menschen sehen, miteinander ist noch besser als gegeneinander. Und ich war überall, egal wo was los ist, ob es jetzt 50 sind, 500, 5000, 5 Millionen, weil die Menschen sind einfach wichtig und ich habe einfach diese Energie und ich teile die gerne. Aber der Mann, der das hier alles aufgezogen hat, hat auch die mega super Energie und ich möchte, dass wir richtig einheizen, dass der Mann hier empfangen wird, wie sich es gehört, wenn man so viel setzt. Deswegen, Köln, zeig mir eure Hände mal bitte, wo sind eure Hände? Ein bisschen heiß machen hier. Ist ein bisschen kalt geworden. Ich sag Frieden, ihr sagt Feuer. Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Sehr gut. Hände hoch! So, jetzt sind wir warm. Jetzt sind wir warm. Mit dieser Energie möchte ich jetzt gleich den nächsten Mann ankündigen, der Tag und Nacht arbeitet, 16 bis 17 Stunden, hat in Stuttgart mit 50 Personen angefangen. Ich durfte ganz früh schon mit dazukommen, um das alles zu erleben. Diese ehrliche, authentische Art, die da versprüht wurde in Stuttgart. Und deswegen, Köln, wo sind eure Hände nochmal? Wir wollen die Hände sehen. Wir wollen, dass der Mann, der alles gibt, jede Stadt angesteckt hat, Länder ansteckt, nicht aufgibt, egal was der Mainstream macht, immer weitermacht. Wenn ich sage Michael, sagt ihr Ballweg und das muss laut raus. Michael! Ballweg! Zu leise, sorry. Michael! Ballweg! Michael! Ballweg! Hier ist der Mann, der alles gibt, mit der Herzensliebe, bitte Riesenlaus für Michael Ballweg! Vielleicht bevor du startest, Michael, ein Herz. Das lassen wir mal ein paar Sekunden stehen. Das ist für dich, Michael. Dankeschön. Hallo Köln. Danke. Ja, schön heute hier zu sein. Das Wetter spielt ja wieder mit. Nicht ganz so, wie ich es mir hinmeditiert habe, aber zumindest trocken. Und ich fange auch gleich an, weil ich habe eine etwas längere Rede vorbereitet, möchte natürlich auch nicht den Rahmen sprengen. Ich fange an damit, wir sind Demokraten. Und dies bestätigt inzwischen sogar die Bundesregierung. Es gibt nämlich die Drucksache Nummer 19-22083 vom 3.9.2020. Und da gibt es eine kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpe, Dr. André Hahn, Gökolay Akolup und weitere Abgeordnete der Fraktion Die Linke. Und die haben dann gefragt, an wie vielen und welchen nicht von rechtsextremen Personen oder Vereinigungen organisierten Aufzügen gegen die staatlichen Corona-Eindämmungsmaßnahmen seit März 2020 beteiligen sich welche rechtsextremen Kräfte in welcher Stärke? Und da antwortet die Bundesregierung, es liegen der Bundesregierung Hinweise vor, dass sich Personen aus dem rechtsextremen Spektrum an von nicht-extremistischen Organisationen veranstalteten Kundgebungen gegen die Corona-Beschränkungsmaßnahmen beteiligt haben. Dies erfolgte jedoch bezogen auf die Gesamtzahl der Teilnehmer in geringem Umfang. Eine maßgebliche Beeinflussung oder Prägung dieser Veranstaltung war nicht gegeben. Die Frage Nummer 3 ist, welchen generellen Einfluss üben rechtsextreme und rechtsextrem beeinflusste Kräfte auf die Szene der sogenannten Corona-Rebellen bzw. der Kritikerinnen und Kritiker der staatlichen Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen aus? Die Antwort ist, ein prägender Einfluss auf die Kritiker der staatlichen Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen oder deren Demonstrationen konnte nicht festgestellt werden. Auch die im Nachgang zu derartigen Kundgebungen zu beobachtenden Versuche,
diese Versammlungen propagandistisch für sich zu vereinnahmen, fanden keine erkennbare Resonanz. Insofern resultierte aus den Kundgebungen für die rechtsextremistische Szene bislang keine nennenswerte Anschlussfähigkeit an demokratische Kundgebungsteilnehmer. Und Herr Sundermeier, Sie haben in der Sendung in Markus Heinz vor wenigen Tagen wieder die gleichen Unwahrheiten verbreitet wie beim RBB. Also entweder haben Sie diese Informationen nicht recherchiert oder einfach unterschlagen. Und beides ist ein journalistisches Armutszeugnis. Und deshalb biete ich Ihnen und auch Herrn Restle gerne nochmal an, über die Inhalte von Querdenken in einem gemeinsamen Format zu sprechen. Ja, und ich habe heute leider schlechte Nachrichten im Gepäck und bitte die Regie, das einzublenden. Die Pandemie ist zurück. Seit heute, seit gestern gibt es Covid-20. Die Covid-19-Pandemie ist seit dem 1.8.2020 vorbei und jedem ist bekannt, dass Viren mutieren. Wir haben in den letzten Wochen intensiv mit Q zusammengearbeitet, um Mutationen zu identifizieren. Um bei der Presse Missverständnisse zu vermeiden, bei Q handelt es sich um die Spezialabteilung des MI6, deren Intelligenz, Professionalität und Ausstattungen bereits in mehreren Filmen der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Q hat auf Anweisung von M die nächste Covid-Mutation identifiziert und grafisch aufbereitet. Auch wenn das Virus nun grün statt rot daherkommt, darf seine Gefährlichkeit nicht unterschätzt werden. Und ich möchte hiermit auch ganz bewusst keinen Vergleich zu Parteien ziehen. Der Bundesnachrichtendienst BND wurde von Covid-19 offensichtlich total überrascht. Da Q bzw. der MI6 Teil der Geheimdienstallianz Five Eyes ist, sind die Forschungsergebnisse validiert. Ich verstehe nicht, warum der BND entweder nicht informiert ist oder diese Informationen unter Verschluss hält. Bodo Schiffmann hat in den letzten Wochen unermüdlich an einem QCR-Test gearbeitet. Für die Presse wieder, Q steht für Qualität. Dieser Test wird in den nächsten 14 Tagen zur Verfügung stehen und bietet eine sehr hohe Genauigkeit. Die Genauigkeit wird derzeit von einem Q-Computer, Presse, Q gleich Quantencomputer, auf 37 Nachkommastellen berechnet. Und Jens Spahn hat sinngemäß gesagt, dass der Lockdown zur Eindämmung der Pandemie nicht sinnvoll war und diese Meinung teile ich vollumfänglich. Insbesondere geht es darum, besonders gefährdete Personen besser zu schützen. Besonders gefährdete Personen sind all diejenigen, die häufig mit Menschen in Kontakt kommen und daher ein erhöhtes Infektionsrisiko haben. Diese sind erstens Polizisten, zweitens Verkäufer im Einzelhandel, drittens Servicemitarbeiter in Restaurants, viertens Mitarbeiter in Hotels und fünftens Zugbegleiter. Und wir haben deshalb ein 3-Punkte-Programm entwickelt, das auch der Bevölkerung einfach vermittelt werden kann. Und das Motto heißt Doppelt hält besser, Abkürzung DHB. Erstens, jeder kennt das Prinzip mehrstufiger Filtersysteme. Deshalb fordern wir ab sofort die doppelte Maskenpflicht. Zwei Masken übereinander getragen helfen mehr als eine. Zweitens, Schutzbrillen. Da noch nicht geklärt ist, wie die Aerosolübertragung von Covid-20 erfolgt, fordern wir, dass alle genannten Zielgruppen ab sofort eine Schutzbrille tragen.
Drittens, Einweghandschuhe und Einwegüberschuhe sind ab sofort verpflichtend beim Betreten und Verlassen von Läden, Restaurants und Hotels vorzusehen. Und DHB in Kombination mit AH2, doppelter Mindestabstand, sollte eine äußerst effektive Grundlage zur Pandemiebekämpfung bieten. Die Polizei ist für die innere Sicherheit verantwortlich und deshalb ist dem Schutz der Polizisten eine besondere Priorität zuzuweisen. Herr Scheuer hat gefordert, die Flotte der Länder und des Bundes aufgrund der Absatzschwierigkeiten der Automobilindustrie auszutauschen. Ich sage nein, wir benötigen eine Verdoppelung der Flotte. Polizeifahrzeuge sind oftmals bereits mit Trennscheiben zwischen Vorder- und Rücksitzen ausgestattet. Das neue Sicherheitskonzept sieht vor, dass sich die Polizeikollegen getrennt im Fahrzeug aufhalten. Eine Person auf dem Vordersitz und eine Person auf dem Rücksitz. Und sobald die Flottenverdoppelung umgesetzt ist, können die Beamten auch einzeln unterwegs sein und so noch besser vor einer Infektion geschützt werden. Und es ist auch davon auszugehen, dass die erhöhte Fahrzeugdichte zu einem besseren Sicherheitsempfinden bei der Bevölkerung führt. Und auch für die Begrenzung von Demonstrationen haben wir immer gesehen, dass nicht genügend Fahrzeuge vorhanden waren. Natürlich darf auch die Polizei die Einhaltung der Maßnahmen innerhalb der Polizei nicht selbst kontrollieren, sondern die Dienstaufsichtsbehörde der Polizei muss personell massiv verstärkt werden, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen eingehalten werden. Da die Polizisten mit besonders vielen Menschen in Kontakt kommen, sollten tägliche QCR-Tests für die Polizei selbstverständlich werden. Und da deshalb von einer erhöhten Auslastung der mobilen Teststationen auszugehen ist, fordern wir hiermit zudem die Verdoppelung der mobilen Teststationen. In vielen modernen Fahrzeugen besteht die Möglichkeit, die Raumluft zu bedampfen. Wir fordern die Ausrüstung aller Einsatzfahrzeuge mit Bedampfungssystemen für Desinfektionsmittel. Und auch wenn damit keine 100% sterile Luft erreicht werden kann, so trägt dieser Ansatz zur Minimierung des Aerosolrisikos bei. Es ist bekannt, dass Covid-19 auch innere Organe, insbesondere das Herz und das Gehirn, befallen kann. Nach intensiver psychologischer Analyse der Bilder aus Berlin, insbesondere vom 30.08.2020, ist bestätigt, dass das Krankheitsbild sich besonders in einem gesteigerten Aggressionspotenzial gegenüber friedlichen Demonstranten zeigt. Deshalb ist davon auszugehen, dass diese Polizisten schwer erkrankt sind und sofort in eine 14-tägige häusliche Quarantäne müssen. Und ich bitte auch die Polizeikollegen darum, die erkrankten Kollegen auf die neue Verordnung hinzuweisen und die Einhaltung sicherzustellen. Ja, zu den Restaurants. Der Hygienearzt Professor Klaus-Dieter Zastrow hat zu Recht darauf hingewiesen, dass Mundspülungen vor dem Coronavirus schützen. Wir dürfen diesen wichtigen Baustein im Krisenmanagement nicht dem Zufall überlassen. Deshalb fordern wir in allen Restaurants verpflichtendes Gurgeln mit Mundspülung beim Betreten, vor dem Essen, nach dem Essen sowie beim Vor- und nach dem Absetzen der Maske. Das Servicepersonal wird zur Überprüfung und Durchsetzung der Maßnahmen verpflichtet. Der Hotelverband DEHOGA hat sich bereits durch das Krisenmanagement in der Covid-19-Pandemie ausgezeichnet. China hat als Vorbild bereits gezeigt, wie es noch besser funktionieren kann.
Für Covid-20 fordern wir deshalb folgende Maßnahmen. Erstens, das Hotel ist verpflichtet, den Personenverkehr auf den Fluren zu begrenzen. Die vorhandene Videoüberwachung kann dafür unkompliziert genutzt werden. Zweitens, um sicherzustellen, dass nicht zu viele Personen gleichzeitig auf den Gängen verweilen, sind die Hotelzimmer über Sicherheitssysteme verschlossen. Drittens, möchte ein Gast aus dem Zimmer, ruft er zunächst die Rezeption an und bittet um Öffnung. Nach Kontrolle der Gänge über die Videoüberwachung öffnet der verantwortliche Mitarbeiter die Zimmertüre. Und natürlich gilt für alle Servicemitarbeiter aufgrund des erhöhten Risikos sofort DHB, doppelt hält besser. Erstens doppelte Masken, zweitens Schutzbrillen, drittens Einweghandschuhe und Einwegschuhüberzieher. Und zusätzlich ist unbedingt ein Investitionsprogramm in allen Hotels erforderlich. Erstens Luftaustauschsysteme, da in den Wintermonaten weniger gelüftet wird. Und zweitens Eingangsschleusen mit Desinfektionsmittelbedampfung. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal das lasche und unzureichende Krisenmanagement von Markus Söder und Sebastian Kurz in den Mittelpunkt stellen. Obwohl beide immer wieder vor einem weiteren Ausbruch gewarnt haben, sind wichtige Vorschläge von Querdenken 7.11 nicht berücksichtigt worden. Ich hatte bereits in meiner Rede im Juni gefordert, die Züge pandemiegerecht umzurüsten. Weiterhin habe ich mehrfach auf das Infektionsrisiko von Hunden durch achtlos weggeworfene Masken hingewiesen. Und wir als Querdenken haben angeboten, ein Recyclingprogramm für Masken, die auch wertvolle Rohstoffe darstellen, aktiv zu unterstützen. Und leider wurde immer nur viel geredet und nichts ist passiert. Die Politik muss jetzt endlich aus dem Tiefschlaf erwachen und sofort reagieren. Ich liebe die Berge, ich fahre gerne Ski. Die Saison 2020-2021 droht aufgrund von Covid-20 auszufallen. Aber wir würden nicht Querdenken heißen, wenn wir auch nicht dafür eine Lösung hätten. Ich fordere hiermit, dass alle Beschneiungsanlagen mit Desinfektionsmitteln angereichert werden. Am Ende der Abfahrt besteht für alle Wintersportfans die Pflicht, sich einmal im Desinfektionsschnee zu wälzen. Eine kleine Menge kann mit in den Lift genommen werden, um dort für die dauerhafte Desinfektion zu sorgen. Für die Einhaltung und Überwachung sind die Liftbetreiber verantwortlich. Sollte sich die Lage in den Innenstädten zuspitzen, kann die Bundesregierung die Schneekanonen beschlagnahmen und für innerstädtische Desinfektionsbeschneiung nutzen. Die Nutzung mehrerer Aggregatzustände, nämlich fest und flüssig, bietet gegenüber der Lösung aus China, Chemiebedampfung, erhebliche Vorteile in der Langzeitwirkung. Ja, ich komme jetzt hiermit zur abschließenden Lagebewertung. Es ist davon auszugehen, dass die Gastronomie, die Hotels, die Eventbranche, die Karnevalisten, die Fußballfans sowie die Vereine und Kirchen die neuen Maßnahmen DHB plus AH2 aktiv unterstützen und keinen oder minimalen Widerstand leisten. In Bezug auf den Desinfektionsschnee ist eventuell aufgrund des hohen Energieverbrauchs mit Kritik der Naturschützer zu rechnen. Und am Ende möchte ich sagen, habt keine Angst, wir haben Covid-19 überlebt und wir werden auch Covid-20 überleben. Es hat sich gezeigt, dass das Freiheitsvirus zu einer Herdenimmunität gegenüber SARS-CoV-2-Viren führt. Ja, und jetzt freue ich mich, mit euch ein Lied zu singen, das mich seit Anfang an begleitet und mir immer wieder Kraft gibt. Das ist We Shall Overcome von der John Bass.
Wir haben es lange nicht mehr gespielt und wir haben sogar den Liedtext eingeblendet. Und ich würde mich freuen, wenn wir das zusammen singen. Would you sing We Shall Overcome with me, please? We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. Sand and earth. Oh, deep in my heart, I do believe. We shall.